Nach der Fressorgie und dem Tag der Isolation für Sophie ist erstmal, pegeln sich die Dinge wieder ein, sag ich mal. Nein, David, es landet nicht alles auf deinen Hüften und nein, du musst die nächsten Tage nicht dauerhaft scheißen. Es verschwindet Juhu. alles im Orkus. Ein bisschen mehr als sonst. Und du hast noch so ein leichtes Völlegefühl, aber geht schon. Das ist, weißt du, wie angenehm dieses Völlegefühl gerade ist? Richtig gut. Hm? Du wirst ja die nächsten Tage arbeiten gehen, also vor allen Dingen halt abends. Ja, und Und vor allem werde das ich erstmal wird. die Küche putzen und so. Ja, na klar, aber ich meine jetzt schon ein bisschen ein paar mehr Tage gedacht. Vor allen Dingen abends, das heißt, du kriegst auch gar nicht mit, wie Kaman und Sophie es auf deinem Hochbett treiben. Aber. Was war? Ach ja, genau. Du schaffst es, eine deiner Kolleginnen. Eine, die sich nicht so richtig rantraut, an einen Stammkunden quasi davon zu überzeugen, einfach mal die Dinge zu wagen. Und der erste Zauber der vorsichtigen Annäherung füllt dich glamourmäßig geil auf. Sophie. Deine Würfe sind übrigens ekel, widerlich und scheiße. Du beobachtest bei deinen Streifzügen durch die Stadt, die du ja vermutlich regelmäßig machst, eine Hochzeit. Okay. Glücklich kommt das Brautpaar da irgendwie die Treppen runter vom Standesamt und die Gesellschaft wartet schon. Das ist auch auf dem Marktplatz, also für alle immer gut sichtbar. Und überwältigendes Gefühl. Auch du kannst es dir zunutze machen. Natürlich nicht irgendwie Glücksgefühl von den beiden. Das tun wir nicht so, als würde eine Hochzeit was bedeuten. Nein. Was du erntest, ist das unendliche Gefühl des Alleinseins und wie kann man Torschlusspanik übersetzen? In Angst vorm Vereinsamkeit. vor Fristen des Daseins im Zustand der Jetzigkeit von der Brautjungfer. Und die ist wirklich verzweifelt. Die ist weder hässlich noch alt. Die ist. Es scheint eine ganz normale Alte zu sein, aber an dem Tag ist sie einfach fertig und lächelt da ihr gezwungenen Shit raus wie nix und eigentlich ist sie wirklich am Boden und du kannst dich davon vollständig auffüllen. Das sind 5 Punkte Glamour von der Alten. Dein Wurf ist wirklich ekelhaft. Alter. Also ich meine, ich hätte es eigentlich verteilen sollen über ein paar Tage und kleinere Dinge, aber ich finde das einfach witziger. Die ist kein Träumer. Okay, sondern einfach nur Torschusspanik in reinst Form. An dem Tag konzentriert. Vermutlich ist das die letzte Hochzeit in einer Reihe, wo alle ihre Freundinnen plötzlich, weißt Ja. du? Schön. Das heißt, ich strahle wieder im Glamour. So ist es. Nach 4, 5 Tagen oder so bekommst du eine Nachricht aus Leipzig, dass. Oder nee, du bekommst die vom Anwalt. Man vermutet, also der bezeichnet sich in dem Schreiben an dich was Informelles auch eher nur als Anwalt, fügt aber alle nötigen Anlagen bei, dass du den Herrn demnächst also abholen sollst, und zwar morgen um 14 Uhr. Du bist dann tatsächlich hier, also er ist dann quasi dein Mündel. Oh. Du bist verantwortlich. Und er fügt dir die Anlagen bei der Diagnostik, die da gemacht wurde. Möchtest du dir die ansehen? Nö. Vielleicht doch. Okay. Ich weiß es nicht. Oh, nee, da stehen bestimmt wieder nur dumme Dinge und ich weiß ja, dass mit dem was Besonderes ist. Entscheide dich einfach, mir ist das egal. Ich behalte sie, um sie mir im Zweifelsfall ansehen zu können, wenn ich es müsste. Gut. Ja, das ist im Wesentlichen das. Wenn ihr wollt, können wir da auch gern zum nächsten Tag springen. Ja. Fährst nach Leipzig, stehst vor dem Ding, gehst in die Schleuse und Sulpitz.
gewaschen und gekämmt, wird dir dann quasi vorgeführt. Du unterzeichnest noch ein, zwei Sachen. Ist bestimmt merkwürdig, wenn man dann kurz stockt, weil man sich erinnern muss, dass man mit dem anderen Namen unterschreiben muss. Ich habe Unterschrift geübt. Ja, na klar, aber es ist ja trotzdem, man ist es nicht gewohnt, mit nicht der eigenen Unterschrift irgendwas zu machen. Ich verstehe das und sie stockt mit Sicherheit kurz, weil es nicht die eigene Unterschrift ist, aber Das fällt niemandem auf, so ist es nicht, aber ja. Und dann wirst du mit ihm entlassen. Er ist hochgradig sediert. Was für eine Überraschung. Ach stimmt, ich wollte mit Roland reden. Sein Blick ist stumpf. Er ist sehr träge und langsam und reagiert auf viele Dinge mit einiger Verzögerung. Gut, das heißt, ich versuche ihn, solange er noch sediert ist, zu mir nach Hause zu schaffen. Er kommt, ohne irgendwie Anstalten zu machen, einfach mit dir mit. Okay. Gut, dann nehme ich ihn mit nach Hause und klopfe nochmal bei Roland. Was ich dazu noch erwähnen muss, die Reise dauert halt sehr lang, denn er behandelt sein rechtes Bein, als wäre es nicht da, also zumindest alles unterhalb des Knies, denn das ist halt so, nicht nur, dass er dadurch halt hinkt wie Sau, sondern dass auch, er hat sogar eine Krücke bekommen, also eine Unterarmschiene, Stütze, aber der stößt dann einfach an Sachen mit seinem Bein und alles, das ist halt eine nervige Reise. Du klingelst bei Roland. Der macht auf, ja. Er sieht noch aus wie vorher und es ist nicht das kurzzeitige Ermüden nach durchzechten Nächten, was diese, die Alterung, die ich meinte, sondern es ist was Permanentes offenbar, was du erst jetzt sehen kannst. Hey. Na, du kleine Entschuldigung, Zuckerschnitte. Na, Zuckerschnute, jetzt kriegst du dein Küsschen. Ich will kein Küsschen. Okay. Jetzt bin ich nicht mehr verderbend. Deswegen frage ich. Dann ist dann auch kein Nervenkitzel, oder? Ach, stimmt. Also, verstehe es nicht falsch, aber solche wie dich hatte ich einfach ein bisschen zu häufig, als dass mich das nur interessieren würde. Ja, das verstehe ich. Kollege? Pass auf. Ich weiß noch nicht genau, wer er ist, aber er ist auf irgendeine Art und Weise ziemlich wichtig. Das ist etwas, was ich weiß. Mhm. Mhm. Ich habe ihn gerade in Leipzig aus, ich habe vergessen, wie diese Anstalt hieß, abgeholt. Ich bin jetzt offiziell sein Vormund. Mhm. Gibt es eine Möglichkeit, dass wir die Wohnung unten irgendwie urbar machen, dass er da wohnen kann? Warte mal, formulier es nochmal so, dass es weniger witzig ist. Warte. Sauna ist gestrichen, Bällebad auch, Massageraum auch. Nope. Verdammt. Pass auf. Ist ja okay, dann wohnt er im Zwischenzimmer. Ich bin für die Leute, die hier wohnen, verantwortlich. Bekommt er eine Wohnung, ist er ein Mieter. Also nicht ein Mieter, aber dann steht er unter meinem Schutz. Ich kenne den nicht. Er ist wichtig. Und der war in irgendeiner Anstalt? Und gefährdet potenziell alle anderen, die hier wohnen? Der gefährdet niemanden. Der ist nur auf der Suche nach dem Schlüssel. Weswegen war er denn in der Anstalt? Weil er auf der Suche nach dem Schlüssel war. Aha. Und ich ihm vielleicht im Traum gesagt habe, dass die Antwort hinter den Spiegeln liegt, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das auch so ist. Aber, nicht jeder Verrückte ist irgendwie was Besonderes für den Traum. Manche sind auch einfach nur verrückt. Und, abgesehen davon... Ich habe von ihm geträumt und er hat darauf reagiert. Also wir waren beide im Traum. Na, du kannst jedem im Traum erreichen, außer Herbstvolk. Deswegen ist er noch nichts Besonderes. Doch, ist er. Ich bin mir sicher. Ja, aber der könnte auch ziemlich banal sein. Der war in einer Anstalt. Ist er nicht. Mhm. Er hat einen Drachen befreit. Mhm. Das habe ich gesehen. Es hat ein bisschen gedauert und war nicht ganz so leicht, aber ich habe es gesehen.
Hättest du dir nicht wenigstens was Originelles ausdenken können? Ich weiß, dass ihr, weil ihr es mir erzählt habt, einen Drachen von irgendeiner Jungfrau befreit habt. Und jetzt kommst du schon wieder mit sowas? Weil es so ist. Bezichtigst du mich der Lüge? Man sieht ja all die Drachen ständig herumfliegen, die irgendwelche Leute Da befreien. gab's einen. Das kommt ja quasi ständig vor. Ja, dann im Zwischenzimmer. Da muss ich nur das Einhorn wegräumen. Er fliegt raus, sobald er den ersten hier gefährdet. Ja, ist ja gut. Nichts für ungut, Kollege. Aber wir müssen aufpassen in Deutschland mit all den Gefährdern. Wo bleibt dein Hang zum Nervenkitzel? Aber ich möchte natürlich trotzdem, wenn der Typ sich wirklich als wichtig herausstellt, dann später erwähnt werden als der Typ, der im Obdach, also quasi so eine Jesus-Geschichte, würde ich mir schon, ne? Ja, du bist der Esel in der Jesusgeschichte. Ich könnte mir Schlimmeres vorstellen, zum Beispiel Josef. Ich wollte nicht so ein Kack sein irgendwie. Also nur wenn ich das wollte, aber halt nicht unfreiwillig, ne? Vielleicht bist du auch das Schaf. Ja, immer noch besser als Josef, verstehst du das denn nicht? Okay, Josef. Wow. Warum willst du mich unbedingt beleidigen? Ich will dich nicht beleidigen. Nur ein bisschen anpieksen. So eine wunderschöne Lache. Fast wie David. Ja, ich habe alles gesagt. Alles klar. Sie geht mit ihm hoch. Ja. Sie stellt ihn kurz im Flur ab. Okay. Eine Sekunde bitte. Also, du stellst mir im Flur ab, um ins Zwischenzimmer zu gucken, was man da kurz machen muss, ja? Sie stellt ihn im Flur ab, um das Einhorn wegzuräumen. Okay, so, eine Sekunde. Panik! Du, räumst es weg. Hörst aber in der Zwischenzeit ein verdächtiges Klimpern, das so klingt, als würde jemand in eurer Schlüsselschale herumwühlen. Ganz vorsichtig, nicht herumwühlen, ganz vorsichtig und leise versuchen, eher etwas zu mausen. Es hört nicht auf, nur weil Sie du geht dich in den räusperst. Flur. Der zieht die Hand schnell daraus zurück. Das sind nur Wohnungsschlüssel. Ihr nickt langsam. Sie nimmt ihren eigenen Wohnungsschlüssel und steckt ihn sich in die Hosentasche. Da sind noch Keller, nee, Kellerschlüssel nicht, aber Fahrradschlüssel und andere Dinge. Komma Briefkasten. diverse. Diverse. So, sie geht mit ihm dahin. Da kannst du schlafen. Ich hoffe, das ist okay für dich. Ja. Ihr geht dorthin und wird vermutlich ziemlich direkt wegbräsen. Der ist voll drauf. Okay, dann geht Sophie sowohl David informieren, dass er jetzt da ist. David ist arbeiten. Ah, sie schreibt ihm eine Nachricht. Kriegst ein Steht denn da genau Okay drin? zurück. Hab Sulpitz jetzt nach Hause geholt. Sehr gut, also weiß er nicht, dass er bei euch wohnt. Okay, gut. Kriegst halt ein Okay zurück. Musst du nur ein bisschen im Zwischenzimmer aufräumen. Stellt ihr bei uns? Fragezeichen. Na klar, wo denn sonst? Bei sich zu Hause? Er hat Fragezeichen. keins. Du zahlst also jetzt 2/3 der Miete. Verdammt.
du kriegst ein Emoji zurück, das mit dem Kopf gegen die Wand knallt. Alles gut. Also, er antwortet darauf nicht mehr. Okay. Ja. Der wird den Tag auf jeden Fall, wie, was ist denn die Halbwertszeit von Benzos? Ziemlich lang, ne? Ja. Du hast auch Tabletten für ihn mitbekommen, ne? Okay, ja, muss ich aber erstmal nicht geben. Zwei verschiedene Präparate. Was denn für welche? Sie guckt zumindest mal in den Beipackzettel. Okay, das eine sind Benzos. Und das andere ist Olanzapin. Sagt ihr das was? Atypische Neuroleptika. Ja, ja, ich weiß, was Olanzapin ist. Ja, ich war mir nicht sicher, ob das jetzt ein Präparatname war oder ob das ein Stoffname Nein, war. Nein, das ist wirklich Aber ein vielleicht Name. Ist das quasi gut für mich und alle anderen, die keine Ahnung haben. Vielleicht können wir so. Das ist ein Neuroleptikum, das Psychosen abmildert. Und atypisch heißt im Wesentlichen nur, dass es weniger Nebenwirkungen hat. Also langweiliges Zeug. Geht. Naja. Also das ist wichtig, aber... Die Benzos haben, waren ja irgendwie 10 Stunden Halbwertszeit oder irgendwas ganz ekelhaftes. Viel länger. Viel länger. Ja, je nachdem, welche er kriegt. Wenn er, es gibt welche, die haben Halbwertszeiten von über 24 Stunden. Im Wesentlichen, weil die Metabolite bilden, die auch wirksam sind und so weiter. Und die dann wiederum abgebaut werden zu Metaboliten, die immer noch wirksam sind. Aber es gibt auch welche, die so 10 Stunden Halbwertszeit haben. Es gibt auch welche, die noch geringere Halbwertszeiten haben. Ja, das sind aber Schlafmittel. Gut. Ja, Schlafmittel ist es ja nicht. Der ist also mindestens bis nächsten Mittag raus aus seinem Leben. Okay. Ich meine, Sophie bleibt jetzt bestimmt in der Wohnung und zeichnet erstmal was. Hat die Türen offen, sodass sie das hört, wenn er irgendwie was macht. Ja. David kommt irgendwann nach Hause. Schön. Ich gucke halt mich einmal um. In der Wohnung quasi. Also, seine Tür ist noch offen, ihre Tür ist noch offen. Hey, David. Da bist du. Moin. Na, alles fit? Ja. Und er bleibt uns jetzt erhalten, sagst du? Ja. Wie lange? Bis ich herausgefunden habe, warum er wichtig ist. Du hältst das für eine gute Idee. Was soll ich denn sonst machen? Naja, ich meine, der hat ja ernsthafte psychische Probleme wahrscheinlich, oder? Vielleicht. Die hat man dir aber auch attestiert, als du ziemlich großen Hunger hattest. Das mag vielleicht sein. Vielleicht ist es ja was Ähnliches. Und wie willst du eine Strafung vom Traum rückgängig machen? Nein, ich glaube nicht. Vielleicht ist es keine Bestrafung vom Traum. Was ich damit sagen wollte, ist, dass es doch sein kann, dass er... Naja... halt einfach nur etwas offener mit Dingen umgeht, die er sieht. Ich meine... Sei mal ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass du völlig durchdrehst, wenn du nicht sofort jemanden gefunden hättest, der dir was erklärt, ist relativ hoch, ja. Ist relativ hoch. Und vielleicht hat er einfach mal was gesehen, ob durch Zufall oder nicht. Vielleicht wurde ihm als Kind das Lachen weggetauscht und erinnert sich noch heute an diesen Tag und wie furchtbar das war, denn seitdem ist sein Leben bestimmt von Trauer. Wieso? Glück empfinden kann er ja noch. Wenn du kein Lachen mehr hast, ist das ziemlich hart. Hm. Naja,
Ich weiß es nicht, aber es könnte halt auch sowas sein. Und ich habe, wie gesagt, mir seine Vergangenheit angeguckt. Und auch wenn Roland mir nicht glaubt, hat er definitiv irgendeine Art Zugang zum Traum. Und zwar eine, die... Also entweder er ist der übelste Träumer, den ich je gesehen habe, oder was anderes. Aber es ist auf jeden Fall heftig. Er hat mit einem Drachen zu tun gehabt. Er hat einen Drachen befreit. Und das ist kein Witz. Naja, ich höre schon... Die Frage, warum war der Drache denn gefangen und von wem? Ich weiß nicht, von wem der Drache gefangen war, aber es war kein Suldra-Drache, sondern ein richtiger. Okay. Also, ich weiß nicht genau, was mit ihm ist, aber es ist irgendwas Heftiges. Und ich würde gerne rausfinden, was, und ich würde ihm gerne helfen. Oh. Ich sag mal so, ich bin ja durchaus geneigt, dazu zu stimmen. Aber der Typ braucht Nahrung und etc. Also ich weiß nicht, keine Ahnung, kannst du dir das leisten? Ich bin nach der Fressaktion ein bisschen blank. Knapp. Wenn ich an anderen Ecken ein bisschen was weglasse, geht's. Der braucht schon Winterkleidung, sagst du, oder was? Ich brauch keine mehr. Ich weiß das. Was du allerdings, wenn es heftiger wird, vielleicht sein lassen solltest, dass du da mal rumrennst. So. Fragen die Leute komisch. Ich weiß. Ich habe ja noch eine Winterjacke. Gut. Mensch, David, er hätte mich für völlig bescheuert. Manchmal? Es ist das eine, wenn ich in Schlafklamotten aufs Dach gehe, aber da sieht mich auch keiner. Naja, vielleicht ein bisschen. Aber da gucken die Leute nur dumm. Oder rufe ich über die Bullen. Wieder runter zu holen. Sie? Warum? Um die vom Dach zu holen. Oh mein Gott, du willst sie umbringen. Wenn man sich umbringen will, dann sitzt man für gewöhnlich... Sitzt man entweder direkt am Rand oder steht direkt am Rand, aber nicht irgendwo mitten auf dem Dach und chillt. Und raucht. Das sagst du. Oder spielt am Handy. Oder liest ein Buch. Gut, das mit dem Buch kann ich verstehen. Für alles andere habe ich eine Erklärung gefunden. Ich meine ja nur. So. Was machen wir jetzt mit dem Typen? Na, im Moment schläft er. Das habe ich gesehen. Dann ich werde ja so ich mal irgendwann mit ihm eine Tour machen und mal gucken, was ich so wie rausfinde. Aber viel mehr weiß ich jetzt gerade auch noch nicht. Na, wenn du ihm quasi zum Beispiel zeigst, wer du bist, könnte sie ihm das natürlich übelst antriggern, aber auf der anderen Seite könntest du auch einfach mal mit hart in Eschiat brechen. Mm-mm. Ich glaube, soweit ist er noch nicht. Sag mal, hast du die Bilder rausgeräumt? Ja. Natürlich. Ja, hätte sein können. Ja, nee, ich habe die Bilder rausgeräumt. Na klar, sind jetzt bei mir im Zimmer. Die stehen im Schrank. Gut. In seinem Zimmer tönt ein klapperndes Geräusch, ein wenig Quietschen und knarzende Schritte. Oha, da ist wer wach. Sophie, geht mal gucken. Die Tür ist ja offen. In seinem Zimmer steht eine Chimäre. Ist es deine Krankenschwester?
mit dunklen Haaren, die zu einem strengen Dutt hochgedingst wurden. Sie sieht eher aus wie so eine 50er-Jahre-Krankenschwester von der Bekleidung. Sie trägt dicke, wenig bewegliche Latexhandschuhe vor sich her, schiebt sie ein kleines Wägelchen mit vielen verschiedenen, wie heißen die Dinger, wo man die Spritze dann reinstopft, die Dinger halt, ne? Mhm. Mit verschiedenen Flüssigkeiten, die sind alle halt Ampullen, meinst du? Ampullen, ja genau, überdimensioniert groß, so Becherglas groß. Und sie hat auch schon eine Spritze aufgezogen mit einer grünlich brodelnden Flüssigkeit. Und wenn du jetzt also den Raum ganz unvermittelt reinstolperst, dann dreht sie langsam ihren Kopf zu dir oben. Sie wirkt kalt und bösartig. Oh. Das ist sehr schlecht. Ist das so? Ja. Mach dich fort jetzt hier. War so schlecht. Wir haben Besuch. Sie geht einen Schritt auf dich zu. Ab jetzt. Ich gehe mal kurz in den Keller. Du kommst so lange mit dir klar? Gehen Sie wieder auf Ihr Zimmer. Ich gehe in den Keller und hol unser Stuff. Gute Frau, ich komme vom Arzt. Sie werden im Schwesternzimmer erwartet. Sie gehen sofort wieder in Ihr Zimmer. Ich komme gleich zu Ihnen. Scheiße. Soll ich erst wieder die Pfleger rufen, Fräulein Milborough? Müssen Sie heute wieder festgeschnallt werden, Fräulein Milborough? Nein, nein, alles gut. Gehen Sie auf Ihr Zimmer, ich komme gleich zu Ihnen. Sie geht ein paar Schritte rückwärts. Dann dreht sie ihren Kopf wieder zu Sulpitz und geht langsam auf ihn zu. Übrigens, das mit dem Schwesternzimmer war kein Scherz. Sie kommt wieder näher. Fräulein Milborough. Sie senkt jetzt die Spritze. Ja, Schwester Ann-Christine. Haben Sie schon wieder Wahnvorstellungen, Fräulein Milborough? Warum habe ich Ihren Namen falsch ausgesprochen? Vielleicht haben Sie recht und ich sollte mich zuerst um Sie kümmern. Sie kommt jetzt auf dich zu, eher schnell. Ja, ich gehe eher schnell in den Flur. Ja, gehen Sie bereits in Ihr Zimmer. Ich komme sofort zu Ihnen, Fräulein Milborough. David, beeil dich. Ich beeil mich, um den Scheiß zu holen. Der Spielleiter muss sagen, wann ich komme. Ja, ja, pass schon. Ich sag das gleich. Sie rammt jetzt die Spritze in das kleine Holzbrett, wo ihre Schüsselschale zum Beispiel draufsteht, und zieht aus ihrer rechten Tasche, das würde da nie reinpassen, ist aber anscheinend der Chimäre egal, ein paar Elektroden an Kabeln und einer dicken, fetten 9-Volt-Batterie, wo aber draufsteht 9000 Volt. Ist ja klar. Klar. It's over 9000! Scheiße, stimmt. Wir sollten heute wieder die Elektroschocks für Sie ausprobieren. Das hat Ihnen beim letzten Mal doch sehr geholfen, Fräulein Milborough. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie sprechen. Legen Sie sich bereits hin, Fräulein Milborough. Nee, ich sehe das ein bisschen anders. Sie kommt weiter auf dich zu. Ja. David kommt jetzt schnaufend mit. Was bringst du alles mit? Schwert und Axt. Axt, genau. Okay. Ja, du siehst, wie sie mit Elektroden und einer 9000 Volt Batterie auf Sophie zukommt. Ah, David! Dr. David! Herr Husten! Sie dreht jetzt ihren Kopf um 180 Grad. Hi! Sie sind auch nicht auf Ihrem Zimmer? Nein, und Sie sollten in Ihr Zimmer gehen. Entschuldigung, sie dreht es ihren restlichen Körper auch in deine Richtung. Ich denke, ich habe mich verhört. Nein, das haben Sie nicht. Der Doktor erwartet Sie im Schwesternzimmer. Das versuche ich Ihnen die ganze Zeit schon zu sagen, aber Sie glauben mir ja nicht. Es ist wirklich unerhört. Ich bitte jetzt, dass Sie in Ihr Zimmer gehen. Sie sind hysterisch. Apropos hysterisch, kennen Sie den schon? Der Brüller, David, der Brüller.
ihr bräuchtet bitte mal, nee, ihr bräuchtet nicht. Wow, Formulierung. Willenskraft möchte ich mal von euch wissen, wie viel ihr habt. Viel! Ach nee, es ist auch nicht Willenskraft, das ist eher Entschlossenheit. Zwei. Entschlossenheit habe ich drei. Okay. Sophie, bei dir passiert nichts. David, bei dir bildet sich ein, du hast ein Beißriemen im Mund plötzlich, der hinter deinem Kopf verschnürt ist und dir ziemlich fest in den Kiefer drückt. Also quasi so ein Kopfgestell, dass du nicht mehr reden kannst. Sophie, du merkst auch erst so ein leichtes Ziehen im Mund, aber dann passiert nichts. David? Oh, keine gute Idee. Ich hätte gerne mal was in die Hand, so vielleicht. Ja, sie steht zwischen euch. Doch, ich gehe jetzt auf sie zu, quasi mit Schwert und Axt halt. Ja, sie nimmt jetzt die, zerrt die Spritze wieder aus dem Holz. Wollen wir mal Inni machen? Wie geht denn Inni? Ich sag euch das gleich. Geschick, Fassung plus ein W10. Ich müsste diese Werte von euch bitte erfahren. Geschick 3, Fassung 3. Geschick 5, Fassung 3. Aber war das nicht Geschick und Initiative? Geistesschärfe? Stimmt, nee. Geschick und Geistesschärfe. Das steht bei uns im Charakterbogen. Das hast du ja per Hand eingeschrieben. Oh. Willenskraft ist Entschlossenheit und Fassung. Richtig. Das heißt, also ändert bei mir nichts, aber das ist egal. Okay, ich habe das jetzt berichtigt. Alles klar, so, also eine ist also jetzt, wir haben Penis bei die Butter oder wie das heißt. Sophie hat was gehabt? 7. Und ich habe 8. Haha, du bist trotzdem nachher dran. Alter, okay, und die hat unendlich. Ich hasse dieses Mistvieh. Ich finde die okay. Du kennst sie doch weiß. Gar nicht. Ja, die will mir aber irgendein scheiß Zeug reindingsen und Solpex hat Angst vor ihr. Ich möchte nicht, dass Solpex Angst vor ihr haben muss. Ja, also, sie ist zuerst. Ich habe aus dieser Goblin-Geschichte gelernt. Ich kümmere mich jetzt besser um meine Kinder. Okay, den gebe ich dir. Das ist tatsächlich nicht übel. So, David. Sie macht einen schnellen Schritt auf dich zu und wird versuchen, dich am Arm zu packen und die Spritze da reinzurammen. Was hast du denn in Verteidigung? In Verteidigung? 3, ne? 3, ja. Okay, sie packt dich zwar am Arm, aber du kannst sie noch so einigermaßen aus dem Griff entfernen, sodass sie daneben sticht. Sophie. Ich will meine Axt. Ja, du kannst noch was machen. Ich kann noch was machen. Ja, weil David hat die garantiert fallen gelassen, du bügst sie schnell und hebst sie auf. Nur mal so, Waffen aufheben oder Waffen wechseln ist nie eine richtige Handlung, damit wir das alles ein bisschen schneller gestalten, ja? Okay. Während ich aufstehe, kann ich ihr da einfach irgendwie mit der Axt in den Fuß oder ins Bein hacken? Ja, das, na klar. Wie viel hast du Geschick und aufs Maul geben? 5, ne? 5. Bewaffneter Kampf ist das. Junge. Also du versenkst die Axt im Boden. Übrigens, da ihr alle quasi, da gerade kein Mensch dabei ist, das ist trotzdem nicht chimärisch. Okay, nee, am Boden passiert nichts. David. Das checke ich jetzt hinterher, dass dem Boden nichts passiert. Im Moment, da ist ein riesen Keil im Boden. Ja, natürlich, ich muss das noch für später. Ich habe geschickt 5 und bewaffneten Kampf, ich bin ja bewaffnet, 2, also dementsprechend gleich mit meinem Schwert arbeite. Ich bin ja auf Schwertkampf spezialisiert. Alter. Okay. So, die kriegt also jetzt 3 Schaden, sagst du. Das ist ja gar nicht übel.
Du wirst mit deinem Schwert was machen? Ich werde ihr quasi versuchen, direkt in den Bauch zu stechen. Schwerter sind Stichwaffen, also stechen. Ja, du hast auch die richtige Entfernung dafür, weil du, ne? Du stichst dir in den Bauch und eine schwarze, ganz dunkles, schwarzes Blut läuft dein Schwert entlang und spritzt ein wenig heraus. Gut. Herr Husten, Sie sollen sich doch beruhigen. Ich bin beruhigt. Schon eher. Gut, dann wird sie nochmal versuchen, dich anzuattacken. Aimen and attack. Mmm, delicious. Sie rammt ihre Spritze in deinen Schwertarm und du fühlst, wie eine ätzende Flüssigkeit sich in deinen Blutbahnen ausbreitet. Au. Sophie? Die ist ja gerade abgelenkt, oder? Bekommt minus 1 Verteidigung, weil ihr zu zweit seid, ja. Ah nee, David kriegt den Bonus, weil, ne? Ich versuche erstmal nur mein Glück, ich will sie erstmal nur treffen, irgendwie. Wobei, gibt's... Der Wagen, ne? Der gehört doch zu der, oder? Wie ist das denn bei Chimären? Das weiß Sophie nicht. Im Zweifel nimmt sie auch den Wagen und rammt ihr den Wagen gegen den Körper, um sie umzuwerfen oder sowas. Also der Wagen steht halt in einem anderen Zimmer und David und sie stehen davor und blockieren das so halb. Euer Flur ist nicht unendlich breit, du kannst nicht so wirklich gut vorbei. Ja, okay, nee, ich wusste nicht, dass das blockiert ist. Ich dachte, Sophie ist eh schon weit genug aus dem Flur raus, deswegen... Nee, also du weißt ja, wie das war. David steht quasi an der Eingangstür, dann steht sie da und dann quasi in der Nähe von deinem Zimmer stehst du. Okay. Dann versuche ich erstmal nur mein Glück, sie irgendwie, so ausgefeilt ist Sophie eh noch nicht. Aber ich will sie irgendwie so ein bisschen von diesem Eingang da wegkriegen. Ja, ich will an den Wagen ran. Deswegen du kannst mit den Erfolgen, die ich hier sehe, kannst du dich entscheiden, ob du sie jetzt hauen willst oder ob du sie ein bisschen schubsen willst und dann zum Wagen rennen möchtest. Schubsen macht keinen Schaden. Ich hau sie jetzt erstmal. Okay. Du nimmst deine Axt und rammst sie ihr. Erwartest du von mir eine Antwort? Selbstverständlich. Kommt drauf an, wo sie steht, sag ich mal. Aber wenn sie... Nach vorn gebeugt, weil sie ja gerade die Spritze in Davids Arm gesenkt hat. Dann hier zwischen Schulter- und Halsansatz, da irgendwie da wo das Schlüsselbein ist. Du machst halt aber auch wenig halbe Sachen, ne? Ja, klar. Okay, du rammst sie da rein. Sie versenkt sich auch tief im Fleisch. Du hörst Knochen brechen. Und du hörst sie dann sagen, Fräulein Milborough, ich unterhalte mich gerade mit Herr Husteden. Ich komme gleich zu Ihnen, David. Ja, Schwert rausziehen und den finalen Streich am Kopf, ne, also. Final, ja. Ich hoffe, final versuche ich hier den Kopf aufzutrennen. Quasi. Ein schöner Hieb an den Hals. Also folgendes. Du versuchst dir akkurat den Kopf vom Hals zu trennen, auf das du ihn neben den Kinderkopf in den Schrank stellen kannst. Genau, und dabei lachen kann, wie ein Kind. Ja. Ja, sie weicht aus. Vermutlich nicht mal gewollt, denn sie dreht sich gerade, lässt die Spritze los und dreht sich gerade einfach offenbar pikiert zu Sophie um. Sie lässt die Spritze los? Na, die steckt noch in Davids Fleisch. Und das ist eine große, okay, die steckt da so 2 Zentimeter drin im Arm. Dein Schwert prallt gegen die Wand direkt neben eurer Toilette und fällt dir aus der Hand. Das ist nicht gut. Jetzt ist wieder Mutti dran. Und damit meine ich nicht Sophie. Aber es geht um Sophie. Sophie, wie viel Verteidigung hast du nochmal? 3 hast du. 3. Sie umklammert dich
Also sie schlingt die Arme um dich, sodass du dich kaum bewegen kannst. Irgendwoher muss sie allerdings einen dritten Arm genommen haben, der dir über den Kopf streicht und dabei sagt sie: Beruhigen Sie sich, Fräulein Milborough. Das tut übrigens verdammt weh. Also du kriegst ordentlich Schaden. Das presst ja auch die Luft aus den Dings. Du bist dran. Sie hat doch überall Spritzen. Hat sie nicht irgendwo da eine Spritze, die ich erreichen kann und ihr selbst irgendwie den Körper rammen kann? Irgendwas, was ich da am Dings hab? Du kommst in beide ihre Taschen. Du weißt, was in der einen vorhin drin war, offensichtlich. Du weißt nicht, was in der anderen drin war. Du meinst, da in der einen war der Strom, ne? Ja. Ja gut, aber der Traum funktioniert, wie der Traum funktioniert. Wenn ich sie schocken will, schocke ich sie und nicht mich. Also du kannst reingreifen und die Elektroden rausholen. Ja, und ihr an den Körper pappen. Okay. Dann drückst du den Anschalter. Ja. Und ihr erleidet beide ordentlich Schaden. Was? Das ist aber doch scheiß Traum. Das ist doch keine Physik hier. Ja, aber sie umklammert dich. Ja, aber das ist doch dem Strom egal, weil ich ja sie schocken will. Im Traum ist das doch völlig Wurst. Da wird Strom nicht weitergeleitet. Der Traum ist vor allen Dingen unberechenbar. Ich hasse den Traum. Weißt und du, ich hätte mir das so vorgestellt jetzt. Hä? Sophie nicht. Sophie wollte sie schocken. Also, ihr fallt beide zu Boden. Das ist ein und sie ist jetzt. Ihre Haare sind abgebrannt, deine nicht so sehr. Und sie zuckt noch ein bisschen. David. Wie gut ist mein Schwertarm gerade zu benutzen? Ansonsten nehme ich meinen anderen Arm. Na, der Schmerz hat sich in deinem gesamten Körper ausgebreitet. Da steckt nur eine Spritze drin, die behindert dich jetzt nicht so unendlich sehr. Ja, dann hätte Schwert wieder aufnehmen und Hackebeilchen spielen mit auf dem Körper der der Krankenschwester. Ich will sie halt einfach zerhacken. Immer wieder mit deinem Schwert auf ihren Oberkörper ein, bis sie tot ist. Ja, genau. Sie ist tot. Schön. Schwarzes, dickes Blut läuft in die Ritzen eures Dingsbodens. Dielenbodens. Okay. Alter Verwalter. Können wir nochmal über deinen Plan reden? Man muss Opfer bringen. Du siehst scheiße aus, genau wie ich mich gerade fühle. Ja. Sophie, du hast 6 chimärischen körperlichen, David, du hast 3. Au. Oh, Sophie fühlt sich ja wirklich scheiße. Sophie ist ziemlich hinüber. Ich weiß gar nicht, wie dein Dings ist. Mein was? Dein Max, ach doch, ich sehe es ja hier. Du hast. Du hast ja noch 2 offen. Das dauert eine Weile, bis das wieder verheilt. Aber ich hab festgestellt, man kann da Glamour investieren, das funktioniert. Ja, toll. Au. Ja, ist richtig. Verschwindet die Chimäre eigentlich oder bleibt die da liegen? Wieso sollte die verschwinden? Alles klar. So, was machen wir jetzt mit der? Kompost. Die ist bewusst, dass wir die nicht einfach so auf den Kompost legen können. Alter, jeder in diesem Haus kann sie sehen. Nein. Das war ein Witz. Ich finde das gerade gar nicht so witzig. Sophie dreht mal den Kopf und guckt in Richtung Solpets. Der bräst. Der ist nicht mehr richtig aufgewacht dadurch. Oh. Alter, wenn es mir besser geht, muss ich ihm unbedingt mal die schönen Seiten des Traums zeigen. Ja, vielleicht kennt er auch einfach nur die schlechten Seiten. Wahrscheinlich. Nächstes Mal haben wir hier einen Drachen liegen, weil er vom Drachen träumt, den er angeblich weiter haben soll. Ich hätte nichts dagegen, Soldrama wiederzusehen. Ja, wenn der dann aber so böse ist wie wieder. Das ist eigentlich so pessimistisch.
Ja, ich verstehe schon, was du mir sagen willst. Gut. Wenn du hier alleine wärst, wärst du einfach mal direkt tot. Vielleicht hätte ich mich aber auch heldenhaft dazu, weiß ich nicht, hätte ich es auch geschafft, ihr heldenhaft sie mit ihrer eigenen Medizin zu füttern oder wie das heißt. Ihre eigene Medizin zu fressen zu geben. Ja. Heldenhaft. Das Zauberwort hier. Alter, ich geh mich hinlegen. Mhm. Ich versuche mal meinen Schaden durch Glamour zu heilen. Einen pro Tag halt, ne? Mhm. Dann hast du noch 2 Schaden übrig. Also ich meine, das ist jetzt nicht unendlich viel. Die kannst du dann eigentlich auch genesen über die nächsten Tage. Das Problem ist, ich fühle mich gerade nicht gewappnet dazu, wenn der jetzt noch so ein Viech ausbrückt. Ja, du kannst eh bloß einen pro Tag heilen, also. Genau. Ne, das ist halt kacke. Ich bleibe dann wach. Bleibst die ganze Nacht wach? Das ist okay. Sophie, möchtest du auch einen Schaden wegheilen? Ja. Ich meine, du fühlst dich am nächsten Tag immer noch mies und halt so ein paar Rippen sind auf jeden Fall geprellt oder irgendwie, ne? Du hast ein paar dicke blaue Flecke und du fühlst dich einfach ausgelaugt und geschockt. Aber, ja, nichts aber eigentlich. Ja, dann wird Sophie die nächsten Tage erstmal nichts tun. David, was machst du denn, wenn der Typ dann langsam zu sich kommt? Nur er kommt zu sich oder kommen auch irgendwelche anderen Dinge zu sich? Nö. Also nur er. Das ist gut. Ich lege mein Schwert halt so, dass ich es griffbereit habe. Er sieht es ja nicht. Ja, das ist easy. Richtig. Er setzt sich dann irgendwann auf. Ich frage ihn halt, möchten Sie Kaffee oder möchten Sie Tee? Ja. Okay, und welches davon? Er geht dann die vorbei in die Küche und trinkt Wasser aus dem Wasserhahn. Mit den Händen. Ich stelle ihm ein Glas neben ihn. Ja, dann ignoriert er erstmal. Das ist okay. Ja, Sophie bewegt, erhebt sich schon irgendwann, wenn sie da merkt, dass da irgendwas ist. Ja. Möchten Sie was essen? Ja. Kann ich Ihnen was anbieten? Brot? Oder etwas Warmes? Er schaut sich um. Sophie steht ja jetzt in der Tür, ne? Ja. Ich glaube, er hat dich gefragt, ob er mir was anbieten darf. Er hat dich gefragt, ob du was haben willst. Ja. Was möchtest du denn? Brot. Käse oder Wurst? Ja. Na, was von beiden? Na, ich stell beides hin. Ja, Käse. Würde er sich dann drauf tun. Dann isst er erstmal was. Sind Benzos eigentlich auch als Appetithemd? Pff, nicht, dass ich wüsste. Okay. Würde ein bisschen was essen. Und euch dann angucken. Ich würde auch essen. Ich hätte jetzt gern meinen Schlüssel.
Ja, den müssen wir erst noch finden. Gut. Aber nicht jetzt sofort. Doch, ich muss jetzt sofort. Nein. Doch. Steht auf. Das geht aber nicht. Wieso? Weil ich gesehen habe, wo du den Schlüssel das letzte Mal hergeholt hast und wann. Wo war das? Hast du ihn gestohlen? Nein. Du hast den Drachen damit befreit. Nicht den Schlüssel. Welchen sonst? Den anderen. In den Traum, oder was? Nein, zum Turm. Zum Turm? Ja. Meinst du den Turm im Palast? Nein! Welchen sonst? Hier! Er deutet auf das Glas, das David ihm gegeben hat. Ich verstehe nicht. Auf dem Turm! Auf den gläsernen Turm? Nein! Auf dem Turm! Hä? Sieh doch hin! Er wirft das Glas auf den Boden, es zerschellt, er hebt ein paar Scherben aus, kümmert sich dabei wenig um die Schnitte, die er sich zuzieht und wird dann nur genervt die auf den Boden schmeißen, die etwas blutbefleckt sind und sie dann gegen das Licht halten und zwar hintereinander, sodass sie das Licht halt merkwürdig brechen. Das auf dem Turm! Verstehst du, was er meint? Naja, das auf dem Turm halt. Ja, ja, er hat es. Ich schau mal raus und guck mir mal, was ist denn bei unserem tollen Grafen auf dem Turm? Eine Sonne. Aber also nee, eigentlich ist es die Sonne und eine Sonne gleichzeitig. Es ist schwer zu beschreiben, aber es ist nichts Gläsernes. Meinst du die Sonne? Nein. Hm. Das meine ich. Glas? Ja. Ich gehe mal halt oder quasi... Oder meinst du Eis? Nein! Ich gehe mal quasi hinter ihm, sodass ich halt durch seinen Blick quasi durch das Glas gucken kann. Blutiges Glas. Hm. Ja, ich hab... Das meinst du? Ich kann es nur nicht beschreiben. Ach, wie ist noch eine... Ich schnipp ein bisschen in den Fingern. Wie war nochmal der Name von dem Ding? Ich brauch ein Dings mit Buchenstäben. Ja. Ich brauche die Runen als Vorlage. Sophie gibt ihm einen Block und einen Stift. Und ich hole ein Buch. Den Reiseführer, weil der war ja das erste Schutz, was ich finde. Sophie kann eingreifen. David? Was? Er braucht ein Buch. Es gibt andere Bücher. Das. Ich schick's dahin. Sie nimmt es weg und legt ein anderes hin. Okay. Er wird zuerst malen. Die Leute sind im Allgemeinen nicht gut im Malen. Das ist ein Zylinder. An den Seiten ist ein Zickzack, der sich schräg nach oben irgendwie dingst. Ne? Eigentlich kann ich es euch direkt mal im Dings malen. Ich glaube, das macht vieles besser. Willkommen. Das hatten wir schon echt lange nicht mehr. Ja, ne?
Das ist eine Kuppel. Das malt er. Und dann reißt er Buchstaben aus dem Buch. Er braucht mehrere Anläufe, er braucht ziemlich große Buchstaben, damit er die gut rausreißen kann. Obwohl nein, er nimmt sich dann eine Glasscherbe vom Ansonsten Boden. Ansonsten kriegt er eine Zeitschrift, da sind große Überschriften drin. Sehr gut, und er nimmt eine Glasscherbe, schneidet sich dabei noch mehr einen Finger und schneidet die damit raus. Warte mal. Sophie gibt ihm irgendwie Er ist Schere. Zu ungeduldig. Und dann legt er da Buchstaben drauf, und zwar folgende. Und ja, die Anordnung ist richtig. Dann deutet er auf den Teil, den ich jetzt markieren werde, mit Rot. Da, der Schlüssel. Im MDR-Turm? Sophie guckt in ihrem Smartphone mal nach dem MDR-Turm und was da jetzt irgendwie generell drin ist. Ist da irgendwie so eine Kuppel, so eine gläserne Kuppel oder ein Teleskop oder sowas? Überhaupt nichts in dergleichen. Da ist nichts oben drauf, das ist einfach nur ein langweiliges Flachdach. Kann man da denn hoch? Nee. Also da kann man sicherlich hoch, aber ihr nicht. Und der hat vor allem nicht diese Zickzacken am Rand. Sophie gibt mal irgendwas mit Kuppel oder Turm und MRD ein, tatsächlich einfach. Die versucht's mal. Vielleicht ist es ja sogar richtig. Folgende Suchergebnisse: Teufelsberg, Abraj Kudai, Bauboom in Mekka und Medina, Warnemünde, Turm der Jugendherberge. Halt, neues Wetterradar. Da ist nirgendwo die Buchstabenfolge übrigens drauf. Warum? Weißt du, ich bin nur kurz rausgetappt, um das zu googeln. Jetzt gehe ich hier wieder rein, um den Screenshot zu machen, und da ist direkt ein Penis mit dabei. Das war ich diesmal nicht. Ich meine, eigentlich weiß ich es zu schätzen, ich bin ehrlich. Die Buchstaben, wo verstehen die? Ja, also ich bräuchte jetzt aber dafür den Schlüssel. Aber der Schlüssel ist doch da. Nein, ist er nicht, den brauche ich dafür. Ach so. Er zeigt nochmal auf den rot markierten Bereich. Dafür, um es anzumachen. Das ist ein Leuchtturm. Ja? Ja? Du willst jemanden herholen? Ja, sie alle. Sie kommen. Wer sind sie? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich hab's vergessen. Mal eine blöde Idee. Wie alt ist der Typ? Um die 40 irgendwas. Aber ich meine, der hat lange auf der Straße gelebt. Das ist unheimlich schwer zu definieren. Das heißt, er kann in unserem Leben nicht da gewesen sein. Das ist okay. David? Mhm? Ich bin ernsthaft am Überlegen, deinen Rat zu befolgen. Welchen von den ganzen dir gegeben habe? Die wahre Gestalt zu zeigen. Achso. Vielleicht verzaubere ich ihn noch einfach, damit breche ich den Erschwert nicht. Vor allen Dingen kannst du ihn dann vermutlich leichter kontrollieren. Ja. Ich mach das jetzt. Gute Idee. Du kannst die Sache sowieso nicht hindern. Ja, aber wie bekannt kommt mir das Gesicht vor? Überhaupt nicht.
ich war doch auch in dieser komischen Traumebene und hab gesehen, wie wir den Krieg geführt haben, oder? Nee, da hast du dich nicht mitgenommen. Das einzige Mal, wo sie dich mitgenommen hat, war, als dein Stein entweiht wurde. Aber yay. Sophie, der ist nicht von dort. Also ich erwarte mich jetzt gerade, dass es der Träger ist. Weißt du? Daher kommt er aber nicht. Wenn das der Typ war, der unsere Armee getragen hat, weißt du, das wäre dann schon so, ups. Ist er nicht sogar gestorben? So, egal, wie viel, warte mal, ich muss kurz gucken, wie, ich glaube, war es nicht irgendwie ein Tag pro Punkt? Ja. Ja, war's. Wie viel willst du denn da reinpacken? Erstmal nur einen. Ich will erstmal wissen, wie er reagiert. Kann ja immer noch was nachlegen. Das klingt irgendwie nach dem perfekten Plan für Drogenpartykonsum. Erstmal eins, ich kann immer noch was nachlegen. Muss aber erstmal gucken, wie ich darauf reagiere. Erstmal gucken, ja. Wie sehr es dich in den Sessel drückt, ja. Was gibst du ihm denn, wenn du ihn verzaubern möchtest? Einen anderen Stift. Welche Farbe? Einen roten. Okay, dann malt er erstmal den Teil hier übrigens rot. Und währenddessen wird er verzaubert. Ich gebe dir noch ein paar mehr Farben. Das ist jetzt irrelevant, denn jetzt fällt er erstmal rückwärts vom Stuhl. Und kauert sich an, zwischen Kühlschrank und Fenster. Wovor hast du Angst? Du musst keine Angst haben. Was bist du? Immer noch die gleiche. Nein. Doch. Nein. Ich versuche dir nur zu helfen. Nimm es weg. Was soll ich wegnehmen? Nimm es weg. Was denn? Ihr seid. Ihr seid ja nicht normal. Du auch nicht. Aber das ist was Gutes. Gib mir doch einfach den Schlüssel. Den versuchen wir ja zu finden. Wenn du uns. Sophie hält ihm die Hand hin. Geht auf ihn zu und hält ihm die Hand hin. Nein! Die bleibt stehen. Genau wie ihr. Das Ding. Gestohlen! Überall Zähne! Was? Überall Zähne, er redet vom Drachen. Ach so. Nein! Das Ding ist wie ihr und das hat ihr gestohlen. Mein Schlüssel und diese Zähne überall. Eine Rotkappe. Ja? Meinen Schlüssel! Eine Rotkappe hat deinen Schlüssel gestohlen. Ja. Kannst du uns mehr über die Rotkappe erzählen? Vielleicht finden wir sie ja. Ich sie finde. Dann bricht mein Feueratem über sie herein. Okay, Drachi Baby.
Rotkappe. Ja. War das in Leipzig? Ja, guck dich ziemlich ratlos an. Du weißt nicht, wo das war. Was für eine Tageszeit ist jetzt? Also oder Nachtzeit? Mittags? Ist ja schon am nächsten Tag jetzt. Also mittags. Hm. Rotkappe. So. Kannst du dich an irgendwas erinnern, was speziell war an dieser Rotkappe? Außer, dass sie überall Zähne hatte. Irgendwas Besonderes. Oder ein Name? Nein. Nein, ich hätte jetzt gerne meinen Schlüssel. Ja, ich auch. Sophie setzt sich jetzt hin zu ihm oder da einfach auf den Boden und macht jetzt eine Skizze von Aaron. Ich war gerade echt verwirrt. Entschuldigung. Du hast genug Intelligenz. Machst du eine Skizze von seinem Mensch oder von seiner Fee? Eher von seinem Menschen erstmal. Okay, dann kein Zeichen des Wiedererkennens. Und dann setzt sie die Fee daneben. Du hast genug Intelligenz. Also ich meine, er sagt, ja genau, der! Ja, ich weiß. Die Sache ist halt, das hat keine Aussage leider. Ja. Sie wollte nur erstmal wissen, ob es sich wirklich um eine Rotkappe handelt. Ach so, das scheint, ja. Also kein Zeichen des Wiedererkennens, sondern meist du den Mund. Okay. Versprichst du mir was? Boah. Er scheint sehr genau zu überlegen. Nein. Okay, dann bitte ich dich, nicht alleine auf die Suche zu gehen. Ich weiß, dass du deinen Schlüssel finden musst und ich weiß, dass es wichtig ist. Aber alleine wirst du das nicht schaffen. Ich werde dir helfen und ich werde tun, was ich kann, um dir zu helfen. Deswegen mach das bitte nicht alleine. Okay? Du stöckst mit ihm unter einer Decke. Wie er bist du. Und du auch. Ich nicht, nein. Ihr wollt ihn alle vor mir verbergen? Nein. Wenn ich wüsste, wo er ist, würde ich ihn dir geben. Aber ich weiß, dass er nicht mehr ist. Dann schwört. Was soll mir schwören? Dass ihr mit ihm nichts gemein habt. Oti, die Formulierung gefällt mir so nicht.
Das musst du ihm ITW sagen. Kluges Mädchen. Also ich hatte nicht dran gedacht, aber ja. Ich kann dir schwören, dass ich keine Rotkappe bin. Das nützt nichts. Pass auf, ich verspreche dir, dass ich dir helfe, deinen Schlüssel wiederzufinden. Reicht dir das? Und ich verspreche dir auch, dass ich nichts damit zu tun hatte, dass er dir weggenommen wurde. Ich habe dieser Rotkappe nicht geholfen dabei. Macht der Hund nicht dabei. Gut. Was sollte ich tun? Dich nicht alleine auf die Suche machen. Wenn, dann machen wir das zusammen. Gut? Verdammt, der Zusatz, Alter. Hätte sie sonst jetzt alleine mit seinem scheiß Dinosaurier auf die Suche gemacht. Ja. Gut. Außer mal zu viel sein Dinosaurier. Sheesh. Ja gut. Gut. Wir müssen hier ein bisschen vorsichtig sein. Du wohnst hier bei mir, bei uns. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen, was wir wann wie tun. Okay? Nicht okay. Alles klar. Er hat einen sehr neutralen, verständnislosen... Du bist dir nicht mal sicher, ob der dir noch zuhört. Okay. Dann lass ich's jetzt sein. Bringt eh nichts. Aufmerksamkeitsspanne ist gerade wieder weg. Das sind doch einfach Konzepte. Ja. Die er nicht rafft. Was möchtest du denn jetzt machen? Mit wem spricht sie? Mit ihm. Ich möchte gern meinen Schlüssel holen. Weißt du von wo? Ich finde die Pfade immer. Die Pfade? Denn das ist mein Tun und mein Bestreben. Pfade zu finden? Ja. Wohin? Ich bin ein Pfadfinder. Mhm. Kennen wir doch nicht noch so einen? Ja. Nee, ist kein Issue. Junges Weib, komm näher. Komm näher, du auch. Mann, komm näher. Ich gehe ein bisschen näher ran. Ich nehme allerdings die Repräsentation meines Schwertes mit. Sophie geht einfach so näher ran. Ich würde euch ja eine Karte malen von den Wegen. Aber ich darf nicht alleine suchen. Ich habe irgendwelchen schändlichen Wesen versprochen, nicht allein zu gehen. Es muss warten. Danach sollt ihr eine bekommen. Denn ihr habt... Ja, es hat gut geschmeckt. Ihr bekommt die Karte, aber erst muss ich mit diesen abscheulichen Figuren fertig werden. Mhm. Das klingt doch nett. Pfadfinder. Ich glaube, ich werde diesbezüglich tatsächlich Merker mal fragen. Vielleicht weiß der ja was. Bist du dir sicher, dass du gerade ihn fragen möchtest? Ja. Ich bin mir da, glaube ich, nicht ganz so sicher, dass es der richtige Weg wäre. Warum?
Ich weiß, dass ihr eure Differenzen habt, aber... Ja, aber nee, ich meine auch, das ist, abgesehen davon auch, erscheint mir das nicht richtig, jemanden jetzt zuerst mal zu erzählen, dass wir jemanden hier haben, der eventuell bereit ist, möglich ist. Darum geht's überhaupt nicht. Ich will nur nach diesen Pfadfindern fragen, denn das scheint etwas zu sein, woran er sich erinnert oder jemanden herzuholen. Oder irgendwas, was er weiß. Ich will nur wissen, was es damit auf sich hat oder ob es da irgendwelche Legenden gibt oder alte Geschichten. Das ist alles. Gut, er wäre nicht, dass wir ihn hier haben. Ich denke, ich weiß schon ganz gut, was ich erwähnen kann und was nicht, David. Tu mir den Gefallen. Wie gesagt, ich weiß, dass ihr alle eure Differenzen habt, aber das hat mit mir nicht viel zu tun. Nein, das hat auch nichts mit den Differenzen zu tun. Ich will nur nicht, dass jemand weiß, dass wir hier jemanden haben, der Krankenschwester braucht. Oh, das würde ich nicht erzählen. Vielleicht doch, weil ich irgendwie erklären muss. Naja, mal gucken, ich werde schon was finden. Dann such dir eine andere Ausrede. Ja, ja. Keine Sorge, David. Wie gesagt, ich denke, ich weiß schon ganz gut, was ich erzählen kann und was nicht. Mhm. Aber nicht jetzt, morgen oder so. Jo. Zu viel muss ich auch langsam wieder hinlegen, ein bisschen weiter genesen. Ja. Ja, wie gesagt, ich gebe dem noch ein paar mehr Stifte. Ja, die sind ihm jetzt alle ziemlich egal. Er schaut euch ziemlich misstrauisch an. Ihr seid Feen in der Feengestalt, wisst ihr? Und naja, der sieht jetzt auch dein Schwert, weißt du? Ach so, verflucht. Ja, ich würde ihn trotzdem die Stütze dahin legen und dann samt Schwert mal kurz den Raum verlassen. Vielleicht kommt er dann ja hinter seinen Shit und... Ja. Ansonsten kann man ihm auch den Fernseher anmachen oder so. Ihr habt keinen Fernseher. Folgendes Problem. Sophie, du bist tatsächlich jetzt ein bisschen raus. Und er hat euch versprochen, dass er sich nicht alleine auf die Suche nach seinem Schlüssel macht. Er hat euch nicht versprochen, dass er die Wohnung nicht verlässt. Das ist richtig. Also, du wirst die Tür dann hören. Ja, ich würde schon im Flur bleiben, sodass ich halt sehe, dass er geht. Er stapft auf die Wohnungstür zu. Wo möchtest du denn hin? Raus. Warum? Wir wollten doch zusammen suchen, wenn wir rausgehen. Ich suche nicht. Du lässt finden. Nein. Sondern? Ich wandere. Wohin? Ja. Zum Wandern braucht man doch kein Ziel. Das stimmt. Ich höre nichts, verdammt. Geschenk, klar, also das ist Geistesschärfe 4. Du kannst es aus deinem, auch von deinem Sofa hervormurmeln. Schön. Dann kommt in den Flur, hört man, das stimmt. Hast du was dagegen, wenn ich dich begleite? Nein. Dann will ich dich jetzt begleiten. Und so machte David sein gesellschaftliches Ansehen in der Stadt zunichte. Ja. Der wird die Gegend um euer Haus erkunden. Er wird nach Dingen Ausschau halten, die du nicht verstehst. Und er wird dann sich an Dingen aufhalten, die du nicht verstehst. Er ist das Straßenleben gewohnt. Das heißt, er sucht sich auch irgendwie eine Nachtbleibe. So irgendwo und guckt den Mülltonnen irgendwann nach Essen.
würde ihn dann irgendwann wieder so, du stellst ja schließlich bei uns und na, ich würde ihn immer wieder darauf hinweisen, dass er ja eine Wohnung hat und dass er auch da zu essen kriegt. Ja, das wird dir dann auch wieder für bestimmt 20 Minuten oder so dran erinnern. Und irgendwann kriegst du ihn auch wieder nach Hause nach ein bisschen Überreden. Top. Ich mein, ich da du bist verpflegen. Ja jemand, den man trusten kann. Es, außer natürlich, dass du eine Fee bist. Ja. Achso, aber du kannst deinen Feenschein verstecken mit einem Punkt Glamour, was ich dir stark ans Herz legen würde, damit du mehr Vertrauen zu ihm aufbauen kannst. Denn, naja. Dann tue ich das. Ich wollte ja nur mal probieren, was passiert. Es war ja auch nützlich. Du hast dadurch Informationen bekommen, aber natürlich wird ein normaler Mensch, wenn der eine Fee sieht, völlig ausrasten. Ja. Ja, dann tue ich das und mache einen Trust Gain quasi mit ihm. Will den quasi. Sobald es eben geht. Eben. Ja. Guckt Sophie eigentlich jetzt nochmal in das Dokument rein? Ja. Will ich auch hoffen. Also. Diagnose ist das, was, ich meine, das ist einfallslos, aber Leute sind einfallslos. Das ist also paranoide Schizophrenie. Es gibt keine physiologische Ursache für sein Beinleiden. Es ist also offensichtlich eine psychische. Der ungefähre Ablauf dort war auch, dass er häufig am Anfang höflich, nachdem er erstmal dort weggeböllert wurde mit Medikamenten und wieder zu sich kam, fragte der halt höflich dort nach dem Schlüssel. Aber mit der Zeit waren unspezifische Stimuli, haben überproportional starke emotionale Erregungen bei ihm hervorgerufen, die sie nicht identifizieren konnten. Also im Wesentlichen alles Mögliche. Sie vermuten, dass er Stimmen hört, wenig kooperativ war. Er wurde nicht vollkommen ruhig gestellt, aber ruhiger gestellt. Prognose lautet, dass auch nach einer Erstbehandlung, also die er dort bekommen hat und auch weiter bekommen sollte, kein normales Leben führen können wird. Kognitive Fähigkeiten. Naja, also er hat noch kognitive Ressourcen, die er aufbauen kann. Starke Deprivationserscheinung vermutet durch Lebensstil und also 24-Stunden-Betreuung ist auf jeden Fall, hast du unterschrieben, dass du die durchführst und bei der nächsten Strafsache ist da Maßregelvollzug aber schon vorprogrammiert. Okay. Es liest sich alles so, als hätten die das an einem Tag gemacht, was... Hm. Reiflich unfair gegenüber dem Menschen ist. Die haben ja auch keine Ahnung. Das zusätzlich. Okay. Gut. Wir machen erstmal Schluss für heute. Ach so. Ich dachte, ich kann noch ein paar Fragen stellen, aber das kann ich ja nächste Woche machen. Was möchtest du denn noch? Wir können ja, die kommen zurück, pass. Nee, den möchte ich. Ich möchte später Fragen stellen, wenn ich mich wieder etwas besser bewegen kann. Ach, hier im Issue, ja, dann. Ja. Lass das mal nächste Woche machen. Okay. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Felatio Flummi, Deli Dorftrottel und anderen.